Im heutigen Video spreche ich mit einer Legende, nämlich Gerd Kommer, über eine andere Legende, nämlich über Ray Dalio. Ray Dalio ist euch bestimmt ein Begriff, er hat das Allwetterportfolio entwickelt und ist gleichzeitig auch Manager und Gründer des größten Hedgefonds der Welt. Außerdem ist er auch mehrfacher Milliardär. Aber wie sieht es eigentlich mit der Rendite seiner Hedgefonds aus? Also wenn jemand so gut ist und so viel Kapital eingesammelt hat, muss er ja sehr wahrscheinlich deutlich besser laufen als der Markt, denn sonst hätte man ja auch einfach in ein ETF-Portfolio investieren können. Ob das der Fall ist, also ob Ray Dalio wirklich deutlich besser performt als der Markt, darüber habe ich mit Gerd Kommer gesprochen. Er hat nämlich mit seinem Team eine Analyse zu genau diesem Hedgefonds gemacht und die Ergebnisse dieser Analyse seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! So Gerd, jetzt haben wir über das Thema Hedgefonds gesprochen und einen ganz bekannten habt ihr euch auch rausgesucht und mal ein bisschen genauer analysiert, und zwar den Hedgefonds von Ray Dalio. Ich glaube, Ray Dalio muss man gar nicht vorstellen. Ist ziemlich bekannt, er ist Hedgefondsmanager, mehrfacher Milliardär, hat zusammen mit Tony Robbins, auch so ein Erfolgsguru-Mensch, den sicherlich auch viele Leute kennen, das Allwetter-Portfolio zumindest entwickelt und publiziert. Also es gibt auch einige Leute auf YouTube, die nach diesem Konzept von Ray Dalio anlegen. Also ein sehr, sehr bekannter Mensch im Bereich Investment. Hat auch viele Bücher geschrieben. Äußert sich auch immer ganz gerne, was dann pressewirksam publiziert wird. Vor kurzem hat er, glaube ich, europäische Aktien geshortet, also auf das Fallen der europäischen Aktien gesetzt. Das macht er aber regelmäßig und ist Teil seines Mixes. Also eigentlich gar keine so besondere News. Ich weiche ab. Ihr habt euch die Rendite davon angeschaut, von einem speziellen Fonds, nämlich dem Bridgewater, das ist seine Firma, Pure Alpha Hedged Fund. Kannst du uns vielleicht mal eingehend, also bevor wir auf die Rendite eingehen, mal kurz sagen, was das für ein Fonds ist, kommt da jeder rein und genau, vielleicht nur ein paar beschreibende Worte. Gerne, ja. Also zunächst mal ist es der größte Hedgefonds der Welt, der ein Volumen von über 50 Milliarden US-Dollar hat. Für die Hedgefonds-Welt, es gibt so 10.000 plus Hedgefonds auf diesem Planeten, ist es enorm groß. Für die normale Investmentfondswelt und die Indexfondswelt und so weiter ist es eigentlich mickrig klein. Aber in der Hedgefondswelt ist es gigantisch, 50 oder mehr Milliarden, wie gesagt, größter Hedgefonds der Welt. Er ist auch schon sehr alt, er heißt Pure Alpha 2, also römisch 2, ist einer von drei Hedgefonds, die Bridgewater Hedgefonds-Gruppe von Ray Dalio ausmachen. Insgesamt, wie gesagt, hat die Gruppe, ich glaube, so circa 150 Milliarden Assets under Management, also verwaltetes Vermögen. So. Mhm. Von diesem Hedgefonds wird weiterhin sehr gerne in den Medien geschrieben, oder ich möchte jetzt muss ich gleich wieder die Sarkasmus-Bimmel anwerfen, wird gerne dem Marketing von Ray Dalio oder der Marketingabteilung von Bridgewater nachgeplappert. Kein Hedgefonds auf diesem Planeten hat für seine Investoren, für seine Kunden mehr Geld verdient als der Bridgewater Pure Alpha 2. Klar, wenn du der größte Fonds bist, erreicht er 0,2% Rendite. Genau. Also du kannst dir die vorstellen, also wie häufig das kommt in jedem depperten Artikel, ob auf Bloomberg oder in der Bild-Zeitung. Wenn immer die Rede ist von diesem Hedgefonds, dann wird dieses Marketing-Sprüchlein nachgeplappert. Also es ist völliger Nonsens. Einer der Gründe, den hast du schon so ein bisschen sarkastisch genannt. Also vielleicht nur zur Erklärung, es geht ja nicht um den absolut, wie viel Geld verdient wurde, sondern ja immer um die Rendite, also das Prozentuale, sonst ist es genau. Ja zu leicht. Und um kumulativ, dieser Fonds ist halt schon sehr alt, ne, das hilft natürlich auch, den gibt es seit 31 Jahren jetzt. Das hilft dann, dass er sehr groß ist, hilft natürlich, und es ist keiner der schlechtesten Hedgefonds, das hilft natürlich auch, aber so toll ist er nicht, darauf kommen wir ja dann nachher noch genauer zu sprechen. Und ja, das erklärt schon alles. Und wenn ich jetzt diesen Hedgefonds mit seinen läppischen, jetzt wieder Sarkasmus-Bimmel an, 50 Milliarden Volumen in Vergleich setze, zum Beispiel mit dem größten Indexfonds der Welt, das ist ein Vanguard-Fonds in den USA auf den S&P 500, ein Vanguard-ETF, mit, schlag mich tot, 700 Milliarden, bitte mich da nicht zitieren, ich kann mich täuschen, das war die Zahl vor ein paar Jahren, dann hat natürlich dieser Vanguard-Fonds für seine Anleger wesentlich mehr verdient, für die Anleger in diesem Fonds,
als der Bridgewater Pure Alpha. Also alles in allem ist es wirklich blödes Marketing, was Leute verarscht, aber was nicht zu bedeuten hat. Also es ist kein Leistungsmerkmal, aber es ist cleveres Marketing, und auf das Wort Marketing und unternehmerischen Erfolg sollten wir nachher nochmal vielleicht zurückkommen. Es funktioniert unheimlich gut, und wir werden ja dann gleich sehen, also die Performance dieses Fonds, die ist nämlich überhaupt nicht so berühmt, als dass man ständig sozusagen Ray Dalio anbeten sollte und den Hofknicks vor ihm machen müsste. Der Fonds wird genial gut vermarktet und hat damit Ray Dalio zu einem 18-fachen Milliardär gemacht. Er ist einer der reichsten Menschen in den USA, einer der reichsten Menschen auf der Welt. Hat auch noch andere Gründe, dass er so bekannt ist und dass alle ihn in Anführungszeichen so verehren. Er schreibt ja auch Bücher zu, sagen wir mal, Lebensführung, zu volkswirtschaftlichen Themen. Er wird regelmäßig in den Medien interviewt, als politischer Kommentator, als wirtschaftlicher Kommentator und so weiter. Und das hat sicherlich ganz, ganz besonders damit zu tun, dass er so reich ist. Das kommt jetzt in die Kategorie Gerd teilt aus, das merke ich mir schon mal. Ein Scherz beiseite. Wer darf denn in sowas investieren? Weil ich weiß ja, dass Hedgefonds also üblicherweise ja nichts für Privatanleger ist, also sondern eigentlich sind da die Einstiegshürden ein paar hunderttausend mindestens. Wenn nicht, musst du da schon eine Million oder mehr mitbringen. Wie sieht es dort aus? Also wer investiert dort rein? Das ist beim Pure Alpha 2 ganz genauso. Ich weiß jetzt gar nicht mal genau, wo das Minimum-Ticket ist, aber es dürfte deutlich über 1 Million liegen. Dazu musst du auch noch ein sogenannte Professional Counterparty sein. Ich kenne jetzt die amerikanische Regulierung, aufsichtsrechtliche Regulierung nicht so ganz genau. So wäre es in der EU. Also du musst sozusagen, wenn du es als natürliche Person tun willst, musst du besondere Fähigkeiten, Kenntnisse und so weiter nachweisen, sodass die Aufsichtsbehörde halt sagen kann, okay, der Maxl, der weiß, was er tut, wenn er in diesen Fonds investiert, dem kann man das zumuten, dieses Risiko. Wenn du das als natürliche Person diese sogenannte Erfahrung und diese Kenntnisse nicht hast, dann musst du es über ein Investmentvehikel, das dir gehört, tun. Das kann natürlich irgendein Geschäftsführer haben, der diese Kenntnis und Erfahrung mitbringt und so weiter. Also du musst sehr großes Minimum-Ticket einbringen, und du musst sozusagen hohe, aufsichtsrechtlich definierten hohen Level an Kompetenz und Erfahrung mit Finanzprodukten haben und auch ein gewisses Mindestvermögen, das dir aus der Sicht der Aufsicht erlaubt, Risiken zu tragen. Verstehe. Und jetzt ist ja üblicherweise so, also Hedgefonds sind ja eigentlich nicht so bekannt für ihre Transparenz, zumindest was die Renditen angeht, was die Kommunikation ihrer Position angeht. Also Hedgefonds publizieren natürlich immer ganz gerne, wenn sie auf einem ganz besonders guten Deal dabei waren, und der Rest wird dann irgendwie weggesmoothed. Von daher, wie bist du an die Renditen rangekommen von diesem Hedgefonds? Hast du selbst investiert? Nee, habe ich nicht. Ich würde nicht in Hedgefonds investieren. Also der Hedgefondsmarkt insgesamt, über den wir jetzt nicht sprechen werden, diese 10.000 Hedgefonds, ist ein veritables Renditedesaster. Das ist auch nicht unbedingt jedem bekannt, weil Hedgefonds immer noch diesen Nimbus haben, der allerdings schon arg gebröckelt ist unter Profis in den letzten Jahren. Also Hedgefonds als Gruppe, sozusagen Hedgefonds-Indizes, haben in den letzten 10 Jahren oder seit der großen Finanzkrise zumindest, 12, 13 Jahren, sehr, sehr schlechte Renditen gehabt. Der Pure Alpha 2, über den wir heute sprechen werden, ist unter diesen Blinden der Einäugige. Also ich selber würde nicht in Hedgefonds investieren, weil ich einfach grundsätzlich nichts davon halte und auch kein Geld zu verschwenden habe. Wie sind wir an die Renditen gekommen? Wie du sagtest, Hedgefonds sind nicht regulierte Fonds, also sie unterliegen einer Minimalregulierung, aber sie müssen nichts publizieren wie ein normaler Investmentfonds, ein sogenannter Publikumsfonds. Also ETFs sind alle sogenannte Publikumsfonds. Publikum steht für allgemeine Öffentlichkeit. Ein Hedgefonds muss nichts publizieren. Wenn der überhaupt Renditen nach außen gibt, geschieht das rein freiwillig. Das machen die allerwenigsten Hedgefonds. Wenn sie gute Jahre haben, dann werden sie diese guten Renditen natürlich sehr bereitwillig in ihrem Marketing verkünden.
Der Pure Alpha Number 2, der ist halt aufgrund seiner Größe, steht er so sehr im Fokus der Medien, dass über sozusagen irgendwie Insider, über Äußerungen von Ray Dalio selbst oder von irgendwelchen Mitarbeitern von Bridgewater dann immer wieder Zahlen nach außen dringen. Und wenn man diese Daten zusammenstöpselt, die man in den Medien findet, aber auch wirklich seriösen Medien, Finanzmedien wie Bloomberg und so weiter, dann kann man, haben wir jetzt gemacht, für die gesamte Laufzeit des Bridgewater Pure Alpha, diese 31 Jahre, kann man sehr zuverlässig, zumindest die Kalenderjahresrenditen kann man abbilden, wiedergeben. Weitergehenden Daten, die man gerne hätte, zum Beispiel Monatsrenditen und damit dann auch die monatliche oder die korrekt berechnete Volatilität und so weiter, die ist nicht in der Public Domain, in der Öffentlichkeit verfügbar. Aber für die sozusagen wichtigsten Zwecke, die wir hier verfolgen, nämlich einfach mal die langfristige Renditebilanz dieses Fonds zu evaluieren und zu vergleichen, dafür reicht das, was in der Public Domain ist. Und das haben wir in diesem Blogbeitrag gemacht, und für die Zwecke jetzt dieses Videos haben wir diesen Blogbeitrag, der auch schon anderthalb Jahre alt ist, etwa nochmal um ein Jahr, das Kalenderjahr 2021. Das war damals, als wir den Blogbeitrag schrieben, noch nicht verfügbar. Die Renditen für 2021 vom Pure Alpha noch aktualisiert, und vielleicht kannst du die Tabelle dann jetzt einblenden. Die können wir ja auch eine Weile stehen lassen. Steigen wir mal ein, kommen wir jetzt immer auf die entscheidende, alles entscheidende Frage, ja. Genau, wie lief das Ganze? Genau, also wir sehen jetzt an dieser Tabelle, die eingeblendet ist, dass über den Gesamtzeitraum von 31 Jahren der Pure Alpha ein einfaches 60-40 ETF-Portfolio, in dem 60-40-Portfolio und auch in dem Pure Alpha sind die Kosten schon mit drin. Mhm. Also insofern ein korrekter Vergleich. Was nicht drin ist, sind Steuern, aber klar, das kann man eigentlich nicht verallgemeinern. Und wir sehen, dass halt, der Pure Alpha hat für die gesamten 31 Jahre unser demütiges kleines Buy-and-Hold-ETF-Portfolio moderat outperformed, oder ja, je nachdem, was man als moderat bezeichnet. Aber in den letzten 15 Jahren oder 3x5 Jahren, die hier ausgewiesen sind, nicht mehr. Und wenn man jetzt Jahresrenditen zeigen würde, was wir jetzt in dieser zusammengefassten Tabelle nicht tun, dann müsste man volle 18 Jahre zurückgehen oder 19 Jahre zurückgehen, um erstmalig für die letzten 19 Jahre hat sozusagen der Pure Alpha unser passives ETF-Portfolio knapp outperformed, aber in den letzten 18, 17, 16, 15, 14 etc., bis zur Gegenwart hat unser Pure Alpha unterperformt. Im Jahr 2021 lag er knapp besser als das ETF-Portfolio, aber über zwei Jahre schon wieder schlechter. So, also das ist insgesamt für einen Fonds, der diesen Nimbus hat, den alle anbeten, den Journalisten als sozusagen das Nonplusultra im Hedgefonds-Bereich gerne darstellen, ist das eigentlich eine ziemlich lauwarme Bilanz. Und auch beim Risiko und gemessenen Volatilität und Drawdown sind die Dinge jetzt auch nicht so wahnsinnig spektakulär. Das heißt, ich hätte 18 Jahre lang investiert sein müssen, um quasi besser zu sein als jetzt dieses Vergleichsportfolio, genau, was ihr gebaut habt. Genau, also in den letzten 18 Jahren hätte ich mit dem, also bis Ende 2021, um es ganz genau zu sagen, hätte ich mit meinem ETF-Portfolio den Bridgewater Pure Alpha outperformed. In den letzten 19 Jahren, weil der Bridgewater, der Pure Alpha, vor allem in sozusagen jenseits von 18 Jahren in die Vergangenheit zurückgerechnet, teilweise bessere Renditen hatte, das ja hier aus der Tabelle insgesamt ersichtlich ist. Also je weiter ich jenseits von 18 Jahren zurückgehe, desto eher komme ich dann an Gesamtzeiträume, in denen der Pure Alpha vorne liegt, aber auch nicht sehr viel oder nur moderat. So, und wenn das sozusagen das Beste ist, was der Hedgefonds-Sektor zu bieten hat, oh je. Wie gesagt, das zeigen wir jetzt nicht, aber in unserem Blogbeitrag haben wir es gezeigt, der Hedgefonds-Sektor als Ganzes, also diese 10.000
circa Hedgefonds insgesamt, hat wesentlich, wesentlich schlechter performt als der Pure Alpha und auch wesentlich schlechter noch natürlich als hier unser ETF-Portfolio. Ne? Und ich finde es halt einfach vor diesem Hintergrund, also lauwarme Performance, ein bisschen kurios, dass Ray Dalio diesen unglaublichen prominenten Bonus oder was auch immer, zumindest in meiner Wahrnehmung, in den Medien genießt. Und sein anderes Portfolio, was sozusagen für Privatanleger vielleicht relevanter oder bekannter ist, dieses Ray Dalio All-Weather-Portfolio, das ist eine modifizierte Version eines der anderen zwei Hedgefonds oder im deutschen Allwetter-Portfolio. Das ist auch nicht wesentlich besser als jetzt unser 60-40-Portfolio, vermutlich sogar schlechter. Also bei dem All-Weather-Portfolio ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, weil es da so viele Varianten gibt in der Public Domain. Das baut jeder sozusagen auf seine eigene Art und Weise nachbauen im Sinne von den Vorgaben, den teilweise rudimentären Vorgaben, die von Bridgewater in der Öffentlichkeit bekannt sind. Ne? Aber in einem Satz gesagt, auch das All-Weather-Portfolio ist nicht besser als unser 60-40 Buy-and-Hold-Portfolio, was wir hier zeigen, sondern eher schlechter. Was mir aufgefallen ist bei dem All-Wetter-Portfolio, ist, dass es extrem US-lastig ist im Anleihenbereich. Ne? Euer 60-40-Portfolio, was ihr auch gemacht habt, ist ja auch ein reines US-Portfolio. Ne? Also 60% ja. S&P 500, also amerikanische Aktien, S&P 500, genau, amerikanische Aktien und 40% mittelfristige US-Staatsanleihen. Wieso habt ihr euch dieses oder warum hast du dieses Portfolio genommen und wie würde das jetzt zum Beispiel mit so einem Weltportfolio im Vergleich laufen? Wir haben es deswegen genommen, weil wir glauben, dass das besser vergleichbar ist eine bessere Benchmark ist für den Pure Alpha und weil es auch die allgemeine Pure Alpha Benchmark ist, die in anderen Veröffentlichungen verwendet wird. Also amerikanische Hedgefonds, wenn die zum Beispiel in Bonds oder in Anleihen investieren, dann investieren die typischerweise, Ausnahmen bestätigen die Regel, in US-Bonds. Und also sagen wir mal, vermutlich ist es schon so, dass der Pure Alpha natürlich auch außerhalb der USA investiert im Aktienbereich, aber schwerpunktmäßig wird die USA sein und so weiter. Aber klar, man könnte legitimerweise auch sagen, okay, wie sieht es aus? Die Frage hast du ja implizit gestellt. Wenn ich statt des S&P 500 den MSCI World hernehme als Beispiel und statt mittelfristige US-Anleihen halt sozusagen einen globalen Bond-Index hernehme, ja, es würde dann etwas schlechter für die ETF-Benchmark aussehen, weil der US-Markt halt in den letzten 30 Jahren insgesamt besser performt hat als der Weltaktienmarkt. Also egal in welcher Rechnung, in welcher Währung gerechnet übrigens, falls da jemand noch nachdenkt, also ob ich jetzt in Dollar oder in Euro rechne, das Ergebnis relativ gesehen, die absoluten Zahlen sind unterschiedlich, aber die relativen Unterschiede zwischen den Portfolios wären die gleichen. Da würde dann tatsächlich sozusagen die Benchmark ein bisschen schlechter sein als die Benchmark, die wir hier gewählt haben. Aber ich denke, die Benchmark, die wir hier gewählt haben, ist legitim und ist fair. Und ich glaube, okay. Ray Dalio hätte da auch keine Einwände dagegen. Gut, wir fragen nach. Nein, Spaß. ist das eigentlich so ein Phänomen, was man nicht häufig beobachtet? Also ich habe das schon häufiger gesehen, dass Fonds gerade am Anfang, weil ich meine, das muss man ja fairerweise dazu sagen, also der Fonds hat am Anfang ja ziemlich gut performt, also die ersten 5 Jahre, die ihr euch angeschaut habt, unter der Benchmark, aber dann so eine, also zweimal 5 Jahre, dreimal sogar 5 Jahre, also 15 Jahre am Stück, outperformed, also besser gelaufen als der Markt. Ist das nicht so eine Tendenz, die man häufig sieht, wenn die Fonds noch relativ klein sind und wenig beobachtet werden, dann kann man irgendwie doch noch was reißen. Und sobald dann diese Outperformance bekannt wird am Markt, strömen halt alle rein und sagen, warum bin ich da nicht drin? Sagen ihrem Banker, schiebt da jetzt mal ein paar Millionen rein. Und auf einmal hast du 50 Milliarden, die du managen musst. Das ist ja auch nicht so einfach, weil du kannst ja jetzt nicht einfach mal von heute auf morgen für 2 Milliarden eine Aktie kaufen. Also. Absolut. Also dieses Phänomen ist sogar unglaublich wichtig und wurde auch schon wissenschaftlich untersucht. Also
Von den Fonds, die heute existieren, in Deutschland sind es irgendwie 8000 Publikumsfonds oder sowas, in den USA noch mehr, jetzt nur im sogenannten Investment, im Publikumsfondsbereich, Hedgefonds könnte ich hernehmen, institutionelle Fonds und so weiter, gibt's ja, die sind alle, diese Segmente sind wesentlich größer vom Volumen her als der Publikumsfondsmarkt. Und in allen wirst du beobachten, dass wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt, jetzt nehmen wir mal hier August 2022, schaust von den in dem Segment lebenden Fonds, wirst du unglaublich viele, also erstaunlich viele, auffällig viele finden, die in den ersten Jahren ihrer Existenz, ob die Fonds schon 5 Jahre existieren, 15 Jahre oder 30 oder 31 Jahre wie der Pure Alpha, die du wirst das Phänomen bemerken, das unplausibel, wenn man so will, also wenn man jetzt den Zufall oder eine gleichmäßige Verteilung als Maßstab hernimmt, erstaunlich viele von den heute existierenden Fonds ihre besten Jahre, ne, am Anfang der jeweiligen Lebenszeit hatten. Ne. Mhm. Nehmen wir den größten Investmentfonds in Deutschland, den Flossbach von Storch, Multiple Opportunities, ganz berühmter Fonds, 24 Milliarden Volumen, ne? Sehr, sehr populär, ja, der erfolgreichste, dem Volumen nach erfolgreichster Fonds, kennen viele, die heute da zuschauen. Den Fonds gibt es, glaube ich, so 12, 13 Jahre und wenn du die ersten 2, 3 Jahre aus diesen, wirklich die, genau die ersten 2, 3 Jahre aus diesen 13 Jahren, die es ungefähr sind, herausnimmst, ja, dann ist die Performance, oh je, oh je. Aber 13 Jahre ist ja jetzt nicht so lange. Ne? Das heißt also, der normale Betrachter wird die ganzen 13 Jahre betrachten und nicht sagen, ja, was vor 50 Jahren war, das interessiert mich nicht mehr. Also 13 Jahre und dann vielleicht noch die letzten 2 Jahre oder die letzten 5 Jahre. Und diese 13 Jahre, die sind halt deswegen so toll, da hat er die Benchmark outperformed, weil in den ersten 2, 3 Jahren phänomenale Outperformance stattfand. Aber danach war alles eher hundsgewöhnlich, könnte man sagen. Ja? Und mit vielen, vielen einzelnen Jahren von Unterperformance. So. Und wenn du 1 und 1 zusammenrechnest und so einfach mal versuchst zu ticken, wie Leute in jeder Branche ticken, aber ganz besonders in der Finanzbranche, ist, ich stelle das ins Fenster, ins Schaufenster, was halt irgendwie besonders gut aussieht. Und von einem Fonds, der vielleicht in den letzten Jahren gar nicht mehr so toll performt hat, aber jetzt zufälligerweise halt in den ersten 3 Jahren toll, den stelle ich ins Schaufenster. Und bei einem Fonds, bei dem das nicht der Fall war, der halt in den ersten 3 Jahren von Anfang an sozusagen schon mittelmäßig ist oder sogar besonders schlecht ist, der wird halt eingemottet, der steht nicht im Schaufenster, der wird geschlossen, der wird liquidiert, der wird gemerged mit anderen Fonds und deswegen kommt dieses Phänomen zustande, das ich vorhin besprochen habe, dass von den heute existierenden Fonds wirst du unplausibel viele finden, die ihre besten Jahre ganz am Anfang hatten. Das sind aber genau die Jahre, in denen der Fonds am kleinsten war, also wenigsten Anleger hatte. Das sind Survivorship-Buyers, ne? Also genau, das ja. Das sind halt nur die gerade am Anfang gut waren. Es gehen 100 an den Start, 20 davon oder meinetwegen die Hälfte davon ist am Anfang performt gut, die andere Hälfte wird eingestampft und dadurch wird auf einmal aus den 50% die 100. Also ich würde jedem aktiven Anleger, ich bin keiner selbst, aber jeder, der aktiv anlegt, dem würde ich den Rat auf den Weg geben, wenn du einen Fonds siehst, der älter als 5 Jahre ist und bei dem auf die gesamte Lebenszeit gerechnet die Performance sozusagen sehr front-ended ist, also ganz am Anfang die besonders guten Jahre waren, von solchen Fonds würde ich, von solchen aktiv gemanagten Fonds, bei passiven spielt diese Logik keine Rolle, die Finger lassen. Aber wie gesagt, muss jeder aktive Investor, ich bin keiner, für sich entscheiden. Ich persönlich finde es im höchsten Maße verdächtig, wenn so ein Profil da ist. Ja. Kann ja sein, dass du, also wenn du deinen Fonds launchst, dass du dann auch ganz viel auf einmal, so 3, 4, 5 Stück, startest du auf einmal in der Hoffnung, dass halt einer
einer durchgeht. Der Flossbach von Storch sagt mir auch was, der wurde in der Banklehre, also ich habe vielleicht eine kleine Anekdote, als ich ja meine ich habe meine Ausbildung neben dem Studium gemacht in der Volksbank und da durfte ich auch mal in die, wie heißt die Abteilung, ins Private Banking, also für wohlhabende Firmenkunden und das ist schon ein paar Jahre her und damals war das die heiße Fondsempfehlung, das ganz neue Fondshaus in Frankfurt und so und da wurde quasi jeder Kunde dort reingeschickt. Ja, ist ja auch attraktiv. Ich glaube, es gibt 5% Ausgabeaufschlag, was für die Bank nicht unerheblich ist. Gab es noch mal einen Rabatt, musst du nur 4 bezahlen und dann, ja. Genau, also das Ganze nennt sich Incubation Method. Du hast schon beschrieben, eine Fondsgesellschaft, ob die jetzt DWS oder Flossbach heißt oder Zacharias Zampal oder sonst wie, die launcht halt jedes Jahr 10 neue Fonds mit ganz verschiedenen Investmentstrategien und Ideen und bewusst unterschiedlichen Strategien und die Marktumgebung favorisiert sozusagen, weil halt jetzt gerade die Zinsen steigen oder die Inflation zunimmt oder weil Tech gut läuft. Also irgendeine Idee hat halt immer ihre 15 Minutes of Fame, Andy Warhol mäßig, weil die Umgebung gerade super zu diesem, der Kontext zu dieser exotischen Strategie passt. Und der Fonds ist neu, da ist auch ganz wenig Geld drin, da kann eigentlich nicht viel anbrennen, sozusagen können sich nicht viele Kunden beschweren, egal ob er, also auch selbst wenn er katastrophal läuft, da ist teilweise auch sogar eigenes Geld der Fondsgesellschaft drin, die ersten 10 Millionen. Und dann schaut man mal 2 Jahre und von den 10, die man in den Brutkasten getan hat, also Incubation, Brutkasten, Incubator ist Brutkasten, hat halt einer, weil seine exotische Strategie zufälligerweise zum Environment, zu den Marktbedingungen, die zu seiner Geburt gerade herrschten, besonders gut passte, hat diese phänomenalen 35% im ersten Jahr, 28% im zweiten und nochmal 30% im dritten. Und dann hast du den Kandidaten für eine Gelddruckmaschine. Mhm. Ne? Das wirst du dann bewerben, also Anzeige überall von der Bild-Zeitung bis Bravo und im Internet und auf sonst was, Finanzportal, überall verfolgt dich die Anzeige, wenn du sie einmal eingeklickt hast. Und du kannst ja mit diesem Fonds, selbst wenn im vierten Jahr, jetzt strömt Geld rein, minus 10% Rendite, der Markt hatte vielleicht plus 5 oder sowas, selbst das schadet nicht, weil du auf die 4 jetzt letzten Jahre immer noch phänomenal vorne liegst. Ne? Mhm. Und die so blöd sind eigentlich die Investoren dann doch nicht, dass sie jetzt glauben, der Fonds müsste in jedem einzelnen Jahr outperformen. Das erwartet ja keiner. Mhm. Das bedeutet, Achtung, bisschen Ironie an dieser Stelle, der Fonds von Frank Thelen ist ja jetzt ein guter Kandidat quasi. Ne? Der hat ja dann in seiner ersten Periode keine Outperformance geliefert und von daher ist er perfekt geeignet, um nicht in diesen Bias reinzufallen. Genau, ja, die Ironie und Sarkasmusglocke läutet. Also wenn ich überhaupt aktiv investieren würde, dann würde ich tendenziell, ich persönlich, also ich werde es nicht tun, aber ich würde eher in Aktien und Fonds investieren, die in der jüngeren Vergangenheit besonders schlecht gelaufen sind, als umgekehrt, so wie es die meisten aktiven Investoren machen, in das investieren, was in der jüngeren Vergangenheit besonders gut gelaufen ist. Das ist ja sozusagen eine contrarian Investing, funktioniert insgesamt auch nicht besonders gut, aber es ist immer noch schlauer, als prozyklisch investieren in das, was in der jüngeren Vergangenheit besonders gut gelaufen ist. Den Stars hinterherlaufen quasi. Ja. Okay, Gerd, vielen Dank. Das war sehr ausführlich und schön, mal solche Zahlen zu sehen. Und ich finde es immer gut, das nur so ein bisschen untermauern zu können und mal zu gucken, was wirklich dahinter steht. Ihr habt das schön provokant, der Lack ist abgenannt, also vom Fonds. Finde ich gut. Mal gucken, ob es in unseren Videotitel schaffen wird. Vielen Dank für den Austausch. Gerne, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Einen schönen Tag wünsche ich dir noch und Grüße nach Berlin. Gleichfalls, ciao. Das war soweit auch schon der dritte und letzte Teil meiner Interviewserie mit Gerd Kommer. Wenn du gerne weitere spannende Interviews aus der Finanzwelt sehen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal und aktiviere die Glocke. Und dann bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.